Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von O1 aktuell. Das letzte Treffen auf Bund-Länder-Ebene brachte tatsächlich einige Neuerungen mit sich. Liegt der Inzidenzwert unter 100, dürfen Geschäfte nach Terminvergabe wieder öffnen. Wie das in der Praxis aussah diese Woche, dazu dann gleich mehr und das haben wir sonst noch für Sie. 8. März, Internationaler Frauentag in Oldenburg. Mentoring-Programm, Frau macht Demokratie. Edewecht, Fußball und Inklusion. So Deep, Musik von Colibrina. Und Programmtipp, Music for Plants. Stellenweise bildeten sich lange Schlangen vor den Geschäften in der Oldenburger City. Seit Montag darf der Handel nun also wieder öffnen, wenn auch unter Beschränkungen. So dürfen die Kunden die Geschäfte nur mit Termin betreten und es muss auf die geltenden Abstandsregeln geachtet werden. Corona hat die Welt und auch die Oldenburger EinzelhändlerInnen weiter fest im Griff. In der letzten Bund-Länder-Konferenz wurden jedoch auch Lockerungen im Einzelhandel beschlossen, die nun am vergangenen Montag in Kraft traten. Der Einzelhandel darf nun unter bestimmten Auflagen wieder öffnen. Wir waren in der Oldenburger Innenstadt unterwegs und haben mit den Verantwortlichen einiger Geschäfte über die Lockerung gesprochen. Und auch darüber, wie sie die Pandemie bisher erlebt haben. Ja, im Endeffekt ist es jetzt über ein Jahr, dass wir mit immer mal wieder Schließungen leben müssen, dass die Corona-Pandemie uns begleitet. So gesehen mussten wir uns überlegen, was können wir tun, um uns wirtschaftlich sinnvoll aufzustellen. Und wir haben das Glück, dass wir sehr viele treue Kunden haben, die wirklich den lokalen Handel unterstützen wollen, die auch während des Lockdowns uns per Telefon oder per E-Mail angeschrieben haben und quasi den lokalen Handel unterstützt haben. Als dann der zweite Lockdown kam, der Light-Lockdown Mitte November, da wurde es schwieriger für uns. Da war die Stadt war tot, dadurch, dass keine Gastronomie da war, kein Kino, keine Bars, keine Kneipen, keine Restaurants, hat man das natürlich auch sehr hier gespürt. Man hat es in der Innenstadt gespürt. Und die Bereitschaft, hierher zu kommen, war nicht besonders groß. Seit vergangenem Montag ist nun eine Teilöffnung des Einzelhandels unter Auflagen wieder möglich. Doch, wie verlief die Öffnung bisher und nehmen die Kundinnen die Öffnungsangebote auch an? Da waren wir sehr, sehr gespannt darauf. Aber das ist letztendlich ganz gut angekommen am Montag. Zumindest am Montag. Wir hatten auch genügend telefonische Anfragen. Wir haben auch per E-Mail Anfragen gehabt, aber auch viele Spontankunden. Und ich persönlich fand, dieses spontane Reinkommen hat am besten funktioniert. Wir hatten schon viele Anfragen in den letzten Wochen, ob es erlaubt wäre, nur für den Termin. Seit Montag ist es erlaubt, deswegen haben wir da eine rege Nachfrage. Deswegen haben wir unsere Flächen für die Schulranzenberatung deutlich ausgeweitet. Wir haben im Untergeschoss ja klassischerweise auf über 100 Quadratmetern Schulranzen, wo wir gerade eine neue Belüftungsanlage eingebaut haben für den Infektionsschutz. Aber zusätzlich haben wir jetzt noch 3 weitere Flächen bei uns im Hause gebaut, damit wir 4 Schulranzenberatungen komplett unabhängig voneinander durchführen können. Und da merken wir eine sehr starke Nachfrage. Auch eine technische Neuerung gibt es nun, die die Kontaktnachverfolgung einfacher und sicherer machen soll. Die sogenannte Luca-App. Auch Oberbürgermeister Jürgen Krogmann machte sich für die Anwendung stark. Sie soll es den Kundinnen und Kunden ermöglichen, bei Betreten des Geschäfts per QR-Code virtuell einzuchecken. Dazu hinterlegt der Kunde seine Kontaktdaten einmal in der Luca-App, die diese und den Zeitpunkt des Besuchs dann verschlüsselt speichert. Sie soll dadurch die Kontaktnachverfolgung vereinfachen und als Schnittstelle zwischen Endverbraucher, Geschäft und Gesundheitsamt fungieren. Nur im Falle einer positiv auf das Virus getesteten Person kann das Gesundheitsamt dann auf die Kontaktdaten zugreifen. Ich finde es positiv. Ich finde, es ist ja viel besser zu wissen, ich habe Kontakt gehabt mit der und der Person, die eventuell infiziert ist oder die, wo ich jetzt weiß, sie ist infiziert und kann dann dementsprechend auch reagieren. Also für mich finde ich es wesentlich besser. Also die Luca-App ist für uns als Unternehmen absolut wünschenswert und da sind wir auch als Unternehmen dabei, das für uns zu entwickeln. Und sobald das fertig ist, sind wir auf jeden Fall dabei. Generell meine ich, dass die Luca-App eine sehr gute Option ist, wo man, wenn dann als eine gesamte Stadt das einführen sollte, weil dann macht es Sinn. Weil dann kann man wirklich in verschiedensten Geschäften sich einfach kurz einloggen per QR-Code. Und da sind wir definitiv sehr dafür, dass solche Apps wirklich eingeführt werden.
Die Oldenburger EinzelhändlerInnen sind jedenfalls froh darüber, seit Montag wieder ihre Türen für die Kundinnen und Kunden öffnen zu können. Und dass nach einem harten Lockdown ein wenig Normalität zurückkehrt. Jedes Jahr am 8. März wird der Internationale Frauentag gefeiert. Mit einer bunten Überraschung wurde im Stadtteil Bloerfelde auf den Internationalen Frauentag aufmerksam gemacht. Doch nicht nur direkt am 8. März gab es Aktionen. Bereits letzten Samstag fand eine interaktive Ausstellung des Feministischen Forums auf dem Schlossplatz statt. Im Rahmen des Internationalen Frauentags fanden in Oldenburg verschiedene Aktionen statt. Eine davon spielte sich auf dem Marktplatz in Bloerfelde ab. Isolde Bernhard-Enz von der Gemeinwesenarbeit Bloerfelde macht deutlich, was es überhaupt mit dem Frauentag auf sich hat. Das ist ein Tag, an dem die Frauen auf ihre Rechte nochmal hinweisen und Solidarität mit Frauen auf der ganzen Welt äußern und eigentlich mehr so für ihre Rechte einstehen. Recht auf gleiche Bezahlung, Recht auf Gewalt, Freiheit, also sehr viele Sachen, die dann am Frauentag wirklich aktuell sind. Die pädagogische Mitarbeiterin Ina Ruszynski erklärt, dass die GWA ein buntes Zeichen setzen möchte und zeigen will, dass Frauen gehört werden. Wir haben natürlich uns lange Gedanken gemacht, wie wir einen Corona-safen Frauentag begehen können. Und haben dazu jetzt ja unseren wunderbaren Marktplatz und schönes Wetter bestellt. Das klappt eigentlich immer. Und wir machen hier eine kleine Fahnenaktion. Das heißt, wir gestalten kleine Fähnchen mit guten Wünschen für die Welt, die wir dann in den nächsten Wochen hier hunderte Meter, hoffe ich, über den Marktplatz wehen lassen können. Vor über 100 Jahren begannen weltweit Frauen- und Arbeiterinnenbewegungen, am 8. März auf die Straße zu gehen, um für Gleichberechtigung, höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen für Frauen sowie für ein Frauenwahlrecht und gegen Diskriminierung zu kämpfen. Isolde Bernhard-Enz erläutert, dass die Aktion Brot und Rosen daran erinnert. Der Slogan führt auf die Geschichte der Frauenbewegung zurück. Die eigentlich so, der Slogan wurde 1912 geboren in den USA, wo die Textilarbeiterinnen auf ihre Rechte, gleiche Entlohnung, wieder also vernünftiges oder Leben, ja auch hinweisen wollten. Und da entstand diese Forderung Brot und Rosen. Brot für die gleiche Rechte bei der Bezahlung, bei der Arbeit und Rosen, ein Symbol für schönes Leben, für die anderen Bedürfnisse dann halt. Eine weitere Aktion zum Internationalen Frauentag wurde von dem Feministischen Forum Oldenburg organisiert. Auf dem Schlossplatz präsentierte das Forum mit seinen verschiedenen Gruppen, Einzelpersonen und Institutionen vielfältige Forderungen und Themen, erklärt Lucia Christians vom Feministischen Forum Oldenburg. Unser Motto ist ja auch allgemein, feministische Forderungen sind vielfältig. Also es sind ganz, ganz viele unterschiedliche Forderungen hier heute und verschiedene Gruppen vertreten auch einzelne Forderungen, die vielleicht jetzt gar nicht ein Konsens sind von allen. Aber auch das wollen wir halt eben zeigen, dass es verschiedene Forderungen gibt. Genau, und dass die auf jeden Fall, dass es sehr wichtig ist, die sichtbar zu machen, weil, was Sophie auch schon gesagt hat, wenn die in der Politik nicht vertreten sind, werden Frauen oft nicht mitgedacht, ne? Oder allgemein auch nicht-binäre Menschen, ne? Verschiedene Lebensweisen. Und man sieht das ganz stark in der Corona-Krise jetzt, ne? Dass dann sozusagen, dann wird einfach gesagt, ja prima, alle bleiben zu Hause, vielleicht ist zu Hause nicht für alle sicher, ne? Frauen haben zu Hause die größte Wahrscheinlichkeit, Gewalt zu erleben, oder alle sollen die Kinder zu Hause versorgen, ja was heißt das denn, bei wem bleibt es denn hängen? Und dafür bräuchten wir eine Politik, die das mitdenkt einfach, ne? Corona-Maßnahmen mitdenkt und gleichzeitig aber auch die Situation von Frauen zum Beispiel. Einige der Forderungen von damals bestehen noch immer und viele weitere sind hinzugekommen. Das Autonome Frauenhaus Oldenburg war eine der Institutionen, die auf dem Schlossplatz über Gewalt an Frauen aufklärte. Wir sind eine Vielfalt von feministischen Gruppen, die heute hier sind, ne, mit ganz unterschiedlichen Botschaften, die wir natürlich auch alle gerne wollen, dass sie Gehör finden. Wir persönlich, wir stehen heute wieder mit der Botschaft da, ne, Gewalt an Frauen, das natürlich eingebettet ist in der Benachteiligung von Frauen und den Unterschieden zwischen Geschlechtern, die nach wie vor da sind. Und das ist unser Hauptanliegen, da weiter darauf aufmerksam zu machen, zu informieren, Hilfe anzubieten, gerade niedrigschwellige Hilfe für die Frauen, die gerade jetzt während der Corona-Zeit auch schwieriger erreicht werden können. Mit der Aktion des Forums und der GWA wurden feministische Themen, Erfolge und Forderungen sichtbar gemacht
Und auch im Jahr 2021 ist der Weltfrauentag immer noch wichtig, um auf die Rechte der Frauen aufmerksam zu machen. Bereits im März 2019 startete in Niedersachsen ein neues Mentoring-Programm zur Kommunalwahl dieses Jahr. Mit dem Programm Frau macht Demokratie möchte das niedersächsische Sozialministerium einen Beitrag leisten, den Frauenanteil in der Politik zu erhöhen. Im Rahmen des Programms konnte eine erfahrene Politikerin als Mentorin oder ein erfahrener Politiker als Mentor eine interessierte Frau bei ihrem Einstieg in die Politik unterstützen. Das Programm Frau macht Demokratie hat zum Ziel, den Frauenanteil in der Politik zu erhöhen. Frauen sind mittlerweile in Räten und Kreistagen aktiv, aber entsprechend ihren Anteil in der Bevölkerung sind sie dort unterrepräsentiert. Aber warum ist dies so? Also wir kennen es aus der Menschheitsgeschichte. Frauen leisten im großen Teil die Familienarbeit und heute können sie Gott sei Dank selbst entscheiden, ob sie einer beruflichen Karriere nachgehen. Und diese Mehrfachbelastung führt dazu, dass Frauen sich weniger die Zeit nehmen können, in die Politik zu gehen. Es gibt natürlich viele Aspekte, die da eine Rolle spielen. Unter anderem natürlich der Hauptpunkt, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das ist, glaube ich, der Hauptknackpunkt für Frauen, dass die eventuell dann nicht in die Politik gehen. Und da muss man natürlich viel, viel machen, um die Frauen dann auch mitzunehmen und dass sie sich dann auch engagieren. Das Mentoring-Programm setzt auf das Erfahrungswissen von Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern. Sie haben Frauen unterstützt, die sich politisch engagieren wollen. Ein Jahr lang hatten sie die Möglichkeit, ihrem Mentor oder ihrer Mentorin beim politischen Alltagsgeschäft über die Schulter zu schauen und kennenzulernen. Dabei konnten die Frauen ihre eigenen Erfahrungen sammeln. Einmal natürlich konnte ich einen guten Einblick nehmen in das Ratsgeschehen sozusagen. Also ich habe an Fachausschusssitzungen des Rates teilgenommen, ich hatte an den Ratssitzungen teilgenommen. Ich hatte die Möglichkeit, an den Fraktionssitzungen bei den Grünen teilzunehmen und dadurch natürlich inhaltlich in ganz viele neue Bereiche reinzugehen, neue Erfahrungen zu machen. Ja, mir diese ganze Handhabung im Umgang mit bestimmten Themen in den Ausschüssen anzugucken und so. Das war ein interessanter und ein vielfältiger Einblick. Die Erfahrungen sind halt immer recht positiv, weil ich war erstaunt, dass man sich so viel Mühe gegeben hat. Also die Frauen, die da waren, zu umgarnen, sage ich mal, auch dazu, viel Fachwissen zu vermitteln. Das war auch ganz wichtig, dass man sich sicher fühlt, dann Trainingsprogramme mitzumachen, die ein bisschen stärken, dass man weiß, wer man ist, wo man hin will und so Themen für sich selber zu finden. Das war ganz wichtig. Hat mir ganz gut getan, da mitzumachen. Über 40 Tandems bestehen aus je einer interessierten Frau, einem Mentee und einem aktiven Kommunalpolitiker oder Kommunalpolitikerin, einem Mentor oder Mentorin, haben das Programm im Februar am Standort Oldenburg beendet. Die Politiker erklären, warum sie sich dafür entschieden haben, dieses Projekt zu unterstützen. Ich bin Mentor geworden, weil ich Anfang 2019 für mich die persönliche Entscheidung getroffen hatte, ich kandidiere 21 nicht wieder. Nach 30 Jahren Verwaltungsarbeit und 10 Jahren dann im Rat, dann reicht das auch. Und vor diesem Hintergrund war das meine Motivation zu sagen, jetzt versuchst du nochmal junge Menschen oder auch Menschen, die sozusagen gestanden im Leben stehen, so wie Frau Unruh, nochmal in die Politik zu führen, ihnen das Schöne an Politik auch zu vermitteln. Es ist ja nicht alles schlecht, was Politik bedeutet. Und vor diesem Hintergrund hatte ich auch Bock, entsprechend da nochmal ein Jahr sozusagen jemanden in meinem Schatten zu haben, wenn ich das mal so sagen darf. Ich finde, in die Kommunalpolitik müssen mehr Frauen vertreten sein, als das bisher der Fall ist. Offensichtlich gelingt das nicht allein über die Parteien und über die Fraktionen, Frauen dafür zu gewinnen, sondern ein Programm aufzulegen, was Frauen anspricht, die bisher nicht in Parteien oder so politisch aktiv waren und sich schon eingebracht haben, sondern zusätzlich Frauen zu motivieren. Und dieses Programm hat mich dann dazu gebracht, als ich davon hörte, selbstverständlich dafür bereit zu stehen, mit denjenigen, die das machen wollen, dann auch diese Arbeit zu leisten, die Kommunalpolitik mit all den Facetten näher zu bringen. Viele Frauen haben sich durch das Programm Frau macht Demokratie dazu entschieden, für die Kommunalwahlen 2021 zu kandidieren und auf politischer Ebene neue Sichtweisen zu schaffen. Die Mentees erläutern, warum sie jetzt den Schritt in die Politik gewagt haben.
Ja, es hat natürlich auch immer sowas mit der eigenen Lebenssituation zu tun, ist klar. Das ist natürlich auch ein Teil von gesellschaftlicher Realität, dass ich jetzt in diesem Alter mich in die Politik begebe, weil natürlich auch in meinem Leben das so war, dass ich eine Familienphase hatte, in der ich Kinder großgezogen habe. Ich habe natürlich immer mich auch beruflich engagiert, aber ich habe natürlich auch erst Kinder großgezogen, wie alle anderen Frauen häufig, auch ja oftmals alleine dafür zuständig sind. Und erst danach kommt denn eigentlich wieder, kann wieder ein neues Thema ins Leben kommen. Ne? Naja, einmal war schon der Zuspruch auch von der Fraktion zu sagen, dass sie sich das ganz gut mit mir vorstellen könnten. Das war schon mal gut, aber auch um eigene, sich selber einzubringen. Und ich glaube, das ist schon der Grund zu sagen, an der Sache dran zu bleiben, es einfach mal auszuprobieren. Ich weiß gar nicht ganz genau, was so auf mich zukommt. Das muss ich auf mich zukommen lassen. Aber wenn man es nicht ausprobiert, dann weiß man nicht, wie es gewesen ist. Ne? Frauen stellen mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung dar. Auf Bundes- und Landesebene sind Frauen nach wie vor in der Politik unterrepräsentiert und erst recht auf kommunaler Ebene. Durch das Programm Frau macht Demokratie werden noch mehr Frauen aktiv und der Frauenanteil wächst. Im Rahmen der Teststrategie gegen die Corona-Pandemie wird der Stadt Oldenburg kurzfristig mit mindestens 4 BetreiberInnen von Testzentren zusammenarbeiten. Dort besteht die Möglichkeit, sich einmal pro Woche kostenlos testen zu lassen. Folgende Testzentren bieten die kostenlosen Corona-Testungen an. Die Johanniter in Oldenburg in der Jägerstraße 64 bis 66, das Testcenter Oldenburg Bahnhofsplatz 1 und die Laborkreis GmbH in der Elbestraße 7. Bei einem weiteren Anbieter aus Schortens wird es sich um ein Angebot zum Durchfahren auf einem Parkplatz handeln. Der Ort und die Anmeldemöglichkeit für die Durchfahrttestung sind noch nicht bekannt. Start des kostenlosen Testangebots ist am Dienstag, 16. März. Oberbürgermeister Jürgen Krogmann sieht in der sogenannten Luca-App sehr gute Möglichkeiten, die Nachverfolgung von Kontakten im Rahmen der Corona-Eindämmung zu verbessern. Er setzt sich deshalb dafür ein, diese App in Oldenburg möglichst weitreichend zu nutzen. Derzeit wird eine Schnittstelle zum städtischen Gesundheitsamt eingerichtet. Die technischen Einzelheiten werden im Laufe der Woche geklärt. Die Luca-App ermöglicht eine verschlüsselte Kontaktübermittlung für GastgeberInnen und ihre Gäste, kann aber auch bei internen Meetings oder anderen Treffen eingesetzt werden. Das Lastenrad-Förderprogramm ist ein voller Erfolg. Rund einen Monat nach dem Start des ersten Förderprogramms nach der kommunalen Richtlinie der Stadt Oldenburg über die Gewährung von Zuwendungen zur Anschaffung von Lastenrädern und Fahrradanhängern liegen der Stadtverwaltung nahezu 150 Anträge vor. Damit ist die auf 100.000 Euro erhöhte Fördersumme für das Jahr 2021 ausgeschöpft. Der Haushalt für 2021 tritt voraussichtlich am 17. März dieses Jahres in Kraft. Erst im Anschluss stehen die Fördermittel zur Verfügung und die Bescheide können Schritt für Schritt auf dem Postweg versandt werden. Die Bearbeitung der Vielzahl an Anträgen bedeutet einen großen zeitlichen und organisatorischen Aufwand. Die Versendung der Bewilligungsbescheide ist im Laufe des zweiten Quartals 2021 geplant. Als Mannschaftssport treiben ist ja schwierig zurzeit und das gilt auch für die Handicap-Mannschaft des VfL Edewecht. Dabei ist man gut aufgestellt, sportlich und in der Ausstattung. Fußball und Inklusion passt einfach zusammen. Diese Philosophie gibt es auch beim VfL Edewecht. Rund um Trainer Helmut Machunski wurde ein Projekt geformt, bei dem es darum geht, den Fußballsport für jeden, der spielen möchte, anzubieten. Dabei geht es vor allem um die Förderung von Flüchtlingen und eingeschränkten Menschen. Ein Projekt, das überall großen Anklang findet. Das bringt allen Beteiligten nur Vorteile, sagt Pressesprecher Andreas Hinrichs. Ja, der Vorteil ist, dass wir uns auch eng austauschen in Kooperationsarbeiten mit den anderen Mannschaften, vor allen Dingen, dass die Menschen, die ein Handicap haben, in unserer Gesellschaft auch besser anerkannt werden. Auch die können was leisten, aber auch in der Integration vor allen Dingen. Wir haben ja auch Flüchtlinge bei uns in der Mannschaft, wie schon unser Haupttrainer schon sagte. Und das ist ein starkes Signal, dass diese Menschen auch bei uns mit im Boot sind. Wir haben ja auch nicht nur behinderte Menschen bei, sondern auch nicht behinderte Menschen. Und wir machen keine großen Unterschiede in unserer Mannschaft. Wir sind in unserem Projekt auch, jeder ist willkommen. Und das signaliert der VfL Edwecht ganz stark aus. Nun wurde zur weiteren Förderung ein neuer Sponsor gefunden, der über die nächsten Jahre Trainingsklamotten beisteuern will. Rea Automobile ist frisch nach Edewecht gekommen und will mit dem Sponsoring dieses tolle Projekt unterstützen. Für Geschäftsführer Markus Pacholke ist es eine Aktion, die beiden Seiten Vorteile bringt. Im Prinzip, wir sind vom VfL angesprochen worden und haben uns auch gesagt, wir sind jetzt nach Edewecht gekommen. Also wir waren vorher in Bad Zwischenahn und
möchten dem Verein, also möchten auch dem Ort irgendwas wiedergeben. So. Und natürlich mit gerade der Ausrichtung der Mannschaft ist das ein Bereich, in dem wir sowieso ziemlich aktiv sind und da fanden wir es naheliegend, da auch zu unterstützen. Reha Automobile stellt Fahrzeuge her, die für Menschen mit Handicap einfach zu bedienen sind. Eine sehr passende Kombination also. Sportlich musste die Handicap-Mannschaft des VfL Edelweich Corona-bedingt natürlich auch zurückstecken. Mit Hinblick auf die nächsten Monate und dem neuen Sponsoring-Vertrag ist Trainer Helmut Machunski aber positiv gestimmt. Ja, wir konnten leider jetzt ja fast ein Jahr nicht Fußball spielen, aber da wir am 5.4. wieder grünes Licht bekommen haben und auch schon von einigen Spielern die Anfragen kamen, wann können wir wieder loslegen, werden wir hoffentlich mit ca. 20 Leuten am 5.4. dann wieder starten. Und im nächsten Jahr gibt es auch ein Jubiläum zu feiern, denn der VfL wird 125 Jahre alt. Auch dafür gibt es schon einige Pläne. Ja, der VfL wird nächstes Jahr am 17. Juli 2022 125 Jahre alt. Wir wollen dort ein Turnierspiel machen mit 16 Mannschaften aus den regionalen Bereichen. Und da würden wir uns auch sehr freuen, wenn auch alle kämen. Eine herausragende Zusammenarbeit, die da zwischen dem VfL Edewicht und Reha Automobile zustande gekommen ist. Ein Projekt, das wir weiter mit Spannung verfolgen. So Deep heißt die neueste Single von Kolibrina, die seit letztem Freitag auf dem Markt ist. Hinter Kolibrina steckt Nino Tsautashvili, die ihr erstes Soloalbum eigentlich schon vor einem Jahr veröffentlichen wollte. Heute Abend um 20 Uhr kann man Kolibrina live bei Facebook erleben. Und das erwartet sie dann. Kolibrina. Seit etwa 3 Jahren ist Nino Tsautashvili alias Kolibrina als Solomusikerin unterwegs. Ihre Musik ist aber so vielseitig, mystisch und schimmernd wie der Vogel, der ihr ihren Namen gab. Und auch so stilistisch ist das ja auch so eine Fusion von so vielen Einflüssen. Das kann man so im breitesten Sinne als Weltmusik bezeichnen. Eigentlich ist es aber auch Singer-Songwriter-Style, wenn das jetzt so englischsprachige Texte hat. Und ein bisschen jazzige Sachen habe ich in der letzten Zeit gemacht, viel Improvisation. Also das sind die kleinen Videos, die ich auf Instagram in dem letzten Jahr gepostet habe. Die haben wieder ganz andere Stilistik. Und da habe ich so ganz unterschiedliche Sachen, die mich begeistern. Und ich baue irgendwie alles in diese Musik ein, was mich in dem Leben so beeinflusst oder beeindruckt oder was mir so begegnet an Stories von unterschiedlichen Leuten, Love Stories und solche Sachen. Also irgendwie inspiriert mich alles und das findet alles in den Stücken von mir wieder. Doch egal, welchen Namen man ihrer Musik gibt, welches Genre man benennt, in Georgien geboren ist ihr Lebensweg, ihre Musik multikulturell geprägt. Dazu kommt die Freude am Ausprobieren, am Improvisieren, die ihre Musik so vielfältig macht. Aber hier kann ich tatsächlich selber gestalten, wie ich das haben möchte. Und ich muss sagen, dieses Multitasking, das macht mir auch Spaß, dass ich das hinbekomme, dass ich mit dem Fuß auch noch irgendwas aktiviere und ausstelle und wieder einstelle. Also es ist schon, macht mir Spaß. Also grundsätzlich erleichtert mir das künstlerische Tun das Leben soweit, dass das Leben und Sein ist so komplex. Und damit, indem man das selber irgendwas erschafft, kristallisiert man irgendwas. Irgendwelche Einflüsse münzt man in irgendwas anderes um. Und das finde ich dann irgendwie, lässt sich das Leben besser begreifen oder besser handeln. Also für mich ist das so eine Rettung von der Komplexität von dem Ganzen. Seit Anfang März ist nun auch Kolibrinas erste Single So Deep auf dem Markt. Das Lied ist der Vorbote eines neuen Albums, das eigentlich schon vor einem Jahr hätte erscheinen sollen. Doch wie so vieles fiel auch dieser Termin Corona zum Opfer. Eine komische Zeit, auch für Nino Tsautashvili, die sie aber nicht ungenutzt hat verstreifen lassen. Es gibt ja Live-Auftritte, wo man sich zeigt und nach außen begibt und es gibt ja sehr, sehr viel Hintergrundarbeit. Üben, aufnehmen,
Online-Sachen machen, organisieren und sowas. Und ich habe dann gedacht, ich nutze die Zeit jetzt tatsächlich, mich darauf zu orientieren, dass ich jetzt online ein bisschen Präsenz aufbaue. So habe ich jetzt Accounts auf Facebook und auf Instagram gemacht und das ein bisschen ausprobiert, wie das sich da anfühlt. Und tatsächlich hat es bei Instagram dieses neue Format für mich ergeben. Also es gab ja wenig Kontakte und ich bin viel rausgegangen in die Natur und habe dann mit dem Handy Naturaufnahmen gemacht, also Morgentau oder also irgendwelche coole Naturbilder. Und zu Hause habe ich dann geübt und improvisiert und geprobt und immer Audios aufgenommen. Und dann habe ich gelungene Improvisationsausschnitte mit diesen Naturbildern verknüpft und das auf Instagram gepostet. Und das hat so ganz andere Qualität als bis jetzt ergeben. Das wusste ich nicht, dass das auch diese Art so viel Spaß machen kann. Und das hat so ein bisschen beruhigende, meditative Qualität, die ich auch genieße. Also es gibt so viele Formen, in denen man sich ausdrücken kann. Jeden Monat veröffentlicht Kolibrina nun ein Lied ihrer neuen und zugleich auch ersten Solo-CD. Und das ist einfach ein gutes Gefühl. Oh, die CD, die liebe ich. Also das Gefühl ist so, dass es genauso geworden, wie ich das haben wollte. Also visuell auch, konzeptuell, die ganzen Zeichnungen, die da reingekommen sind. Und das ist schon, also ich bin nicht so schnell zufrieden. Also habe so auch so ein bisschen selbstkritische Ader manchmal. Aber mit dieser CD bin ich wirklich super, super glücklich. Veranstaltungen von Menschen für Menschen waren in den letzten Monaten rar, denn die Corona-Auflagen und die damit verbundenen Abstandsregelungen machen es nahezu unmöglich, größere Gruppen von Menschen zusammenzubringen. Sowohl KünstlerInnen als auch Publikum leiden unter der derzeitigen Lage und wünschen sich eine Rückkehr zur Normalität. In Barcelona fand man einen kreativen Umgang mit der Situation. Dort gab es im Sommer letzten Jahres ein Konzert vor vollem Haus. Doch das Publikum bestand aus 2.292 Pflanzen. Nun gab es auch in Oldenburg ein Konzert für Pflanzen. Wir haben es aufgezeichnet und senden es heute ab 19 Uhr. Was für ein Einlass. Die Kulturgesichter Oldenburgs, Kulturschaffende, die sich in Zeiten von Corona mehr Gehör verschaffen möchten, haben ein Konzert der besonderen Art für ein besonderes Publikum organisiert. Initiator Felipe Diaz hat sich durch eine ähnliche Veranstaltung in Barcelona inspirieren lassen und nun das Event nach Oldenburg geholt. Ja, die Idee dahinter ist ja, Pflanzen wachsen besser, wenn die Musik hören. Und angelegt an diese Idee können natürlich die Zuschauer die Pflanzen später erwerben und somit uns Kulturschaffenden und Kunstschaffenden dann unterstützen. Für Music for Plants haben im Theaterlaboratorium Top-Pflanzen Platz genommen und lassen sich kulturell verwöhnen. Die Kulturschaffenden sind mit Begeisterung und Elan dabei. Es bedeutet schon ganz viel, weil dadurch, dass wir jetzt diese Events im normalen Umfang nicht anbieten können, fiel dann natürlich noch viele von den Kunstschaffenden sehr schwer, sowohl wegen Einnahmen, aber auch einer Möglichkeit, die Arbeit zu zeigen. Die Blumen sind hinterher kulturell beschallt und damit besser im Wachstum bei Blumenkordes in Osternburg zu bekommen. Künstlerinnen und Künstler erhalten zusätzlich eine Gage, denn das Projekt wird von der Stadt Oldenburg unterstützt. Aber auch die Schnelltests und die Verpflegung. Es gab von vielen Seiten Unterstützung. Das Programm ist vielfältig. Moderator Jürgen Böse, Kulturreferent des Studentenwerks und wenn nicht gerade Corona ist, künstlerischer Leiter des Impro-Festivals Spontanul, präsentiert fast 20 Künstlerinnen und Künstler. Professionelle Musik ist sein Stil und ich wünsche nun viel Spaß. Ihnen allen mit Jonas Mosebach. Our friends got married, what a wonderful occasion. But where the heck's the location? Where they had the celebration? Pavel Möller-Lück, der mit einem der bundesweit erfolgreichsten Figurentheater, dem Theaterlaboratorium, seit einem Jahr nicht öffnen durfte. Seine Charlotte hat er für Music for Plants auf die Bühne gebracht. Das Einzige, was mir Mut macht, ist Andreas Scheuer. Das ist mein Lieblingspolitiker. Sag mal, Lottchen, wie bist du denn drauf? Ja, das ist er. Lottchen? Ja, es müsste Masken geben in diesen Zeiten mit seinem Konterfei darauf. Das wäre lustig. Aber wahrscheinlich würde die Maskenfirma dann pleite gehen.
Außerdem gibt es noch viel Musik mit Pangea, Jasminduft, Link van Johnson, und Letterbox Salvation. All these years. Gezeigt wird die Show am Freitag im O1 Fernsehen um 19 und 23 Uhr, sowie am Samstag und Sonntag. Doch damit ist das Wochenende kulturell noch nicht ausgefüllt. Solidarität zeigen mit den Kulturschaffenden, aber eben auch, dass es noch ein kulturelles Miteinander gibt nach einem Jahr Lockdown. Dass es nicht nur Kulturschaffende gibt, sondern auch Fans und ein Publikum. Treffpunkt für die Aktion ist am 13.03. am Samstag um 16.30 Uhr auf dem Schlossplatz. Und mit diesem Tipp und dem Blick aufs Wetter am Wochenende verabschiede ich mich für heute von Ihnen. Ein wechselhafter Tag war das heute. Nach 8 Grad geht das Thermometer in der Nacht auf 4 Grad zurück. Am Samstag regnet es dann ebenfalls. 8 Grad sind es am Tag, 3 in der Nacht. Und auch der Sonntag war nicht gerade schön. Es regnet immer wieder bei 8 Grad am Tag und 3 in der Nacht. Schön ist das alles nicht. Machen Sie sich aber trotzdem ein schönes Wochenende. Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.